So soll die Allianz Arena in München aussehen von außen, wenn Deutschland gegen Ungarn spielt, wenn es denn nach dem Münchner Stadtrat geht. Alle Parteien, also von der CSU über die Freien Wähler bis hin zur Rosa Liste, setzen sich dafür ein, dass der Oberbürgermeister von München sich mit der UEFA zusammensetzt, sodass am 23.06.2021 beim Spiel Deutschland gegen Ungarn die Außenfassade der Arena in Regenbogenfarben erleuchtet. Man will, Zitat, sich zu Vielfalt, Toleranz und echter Gleichstellung im Sport und in der ganzen Gesellschaft bekennen. Anlässlich des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn ist es der Landeshauptstadt München wichtig, ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der LGBTI-Community in Ungarn zu setzen, die unter nämlich der aktuell verschärften homo- und transphoben Gesetzgebung der ungarischen Regierung zu leiden hat. Eine Protestaktion also. Aber was passiert da eigentlich in Ungarn? Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán verfolgt aktuell nämlich eine starke Anti-LGBTIQ-Politik. Gesetz um Gesetz verschärft sich dort die Lage. Aktuell zum Beispiel geht es um Verbote rund um Homosexualität und gleichzeitig stellt man in einem Satz im Gesetz nämlich Homosexualität auch mit Pädophilie gleich. Was genau diese Verbote sind, wie die aktuelle Lage in Europa für queere Menschen ist und was ich dazu denke, darum geht es jetzt. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Juni ist ja Pride Month. Und viele denken wahrscheinlich, ja, für queere Menschen wird ja alles besser. Aber Fälle wie Ungarn zeigen, dass das nicht wirklich der Fall ist. Aber an der Stelle direkt mal eine Frage an euch. Findet ihr eigentlich solche Protestaktionen wie in München, wie der Stadtrat in München das möchte oder so plant, findet ihr sowas eigentlich richtig oder falsch? Also, sollte man die Allianz Arena in solchen Fällen in Regenbogenfarben hüllen oder nicht? Schreibt mir das jetzt mal unten in die Kommentare. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie Viktor Orbán und die ungarische Regierung Homosexualität und Homosexuelle in Zukunft weiter unterdrücken möchte. Folgende Verbote soll es in Zukunft in Ungarn geben. Erstens, Homosexualität und Geschlechtsumwandlungen dürfen vor Minderjährigen nicht mehr propagiert werden. Heißt, auch Werbung in der Homosexualität und Geschlechtsumwandlungen als, Zitat, Selbstzweck, Zitat Ende, dargestellt werden, darf man für Minderjährige nicht mehr zugänglich machen. Problem, das Gesetz ist sehr ungenau und vor allem sehr schwammig formuliert. Heißt, theoretisch könnte auch das Zeigen der Regenbogenfahne in der Öffentlichkeit strafbar sein. Das könnte auch bedeuten, dass Filme oder Serien keine Homosexualität mehr zeigen können, zumindest möglicherweise. Der größte private Fernsehsender RTL Klub in Ungarn wies nämlich darauf hin. Bedeutet auch, Aufklärungskampagnen in Schulen oder auch in Büchern oder Broschüren sind verboten. Bedeutet also, gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel verschwinden zum großen Teil aus der Öffentlichkeit, zumindest aus dem öffentlichen Bild. Darüber hinaus sagt die Regierung auch in Ungarn, dass nur noch von ihr ausgewählte Organisationen über dieses Thema sprechen dürfen, in Schulen beispielsweise. Und dieses neue Gesetz reiht sich ein in eine lange Liste an Gesetzen, die queerfeindlich sind in Ungarn, die in den letzten Jahren beschlossen wurden. Beispielsweise dürfen Transgender-Personen auch nicht ihr eigentliches Geschlecht, das sie ja eigentlich haben, nicht in ihren Ausweis vermerken oder ändern lassen. Aber es geht noch weiter. Die Opposition in Ungarn und auch pro-queere Organisationen kritisieren zudem, dass die ungarische Regierung Pädophilie mit Homosexualität in diesem neuen Gesetz einfach so in einen Topf wirft. Das eigentliche Gesetz, was eben diesem neuen Gesetz zugrunde lag, sah eigentlich nur eine Strafverschärfung von Pädophilie vor. Der Grund dafür waren zahlreiche Pädophilie-Vorfälle. In einem war beispielsweise auch der ungarische Botschafter in Peru verwickelt. Orbán und seine Partei gerieten daraufhin ziemlich in Kritik, dass sie nicht genug machen würden für den Schutz von Kindern. Und daraufhin wurde kurzerhand eben auch der Paragraph in dieses neue Gesetz geschrieben, Schutz von Kindern vor Homosexualität, zusammen mit dem Schutz für Kinder vor Pädophilie. Und das alles bedeutet übrigens für Homosexuelle in Ungarn auch, dass mithilfe einer Datenbank die ungarische Regierung ihre Wohnadressen abfragen können. Übrigens, verschiedene Politologen vermuten hinter dieser Anti-LGBTIQ-Politik schlicht und ergreifend ein Ablenkungsmanöver. Denn Orbán und seine Regierung, die sind in der letzten Zeit ziemlich oft und ziemlich stark in Kritik geraten. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Erstens kamen einige Korruptionsaffären ans Tageslicht, ihm wird Pandemie-Missmanagement vorgeworfen und die Regierung wollte ein in der ungarischen Bevölkerung ziemlich unpopuläres ungarisch-chinesisches Universitätsprojekt durchdrücken. Ein weiterer wichtiger Grund, warum Orbán das gerade tut, ist, weil er die Opposition spalten will, weil die Opposition sich bei diesem Gesetz nicht einig ist. Aber warum will er das tun? Naja, bei der nächsten Wahl hatte die Opposition eigentlich vor, in Ungarn sich zusammenzutun, um überhaupt eine Chance gegen Orbán und seine Fidesz-Partei zu haben. Dadurch, dass man jetzt aber eine Opposition hat, die zum Teil auch
für diese neuen Gesetze ist und ein großer Teil auch dagegen ist, spaltet man diese und schafft Gräben, so dass sie vielleicht am Ende bei der nächsten Wahl nicht mehr zusammenarbeiten und Orbán natürlich am Ende als Gewinner rausgeht. Manch einer wird jetzt vielleicht sagen, gut, das ist jetzt ein Land, mein Gott, dann muss man jetzt dagegen was tun, dann muss die EU halt jetzt was sagen, das wird auch schon wieder besser. So schlimm läuft es ja eh nicht für queere Menschen. Das stimmt aber in der Tat so nicht. Ich habe euch in einem Video 2020, das ich euch hier oben auch nochmal verlinkt habe, bereits ja schon einmal gesagt, dass die Situation in den vergangenen 10 Jahren für queere Menschen in Europa sich vor allem in den mittleren bis osteuropäischen Ländern stetig verschlechtert hat. Der EU-Interessenverband ILGA Europe zum Beispiel, der sich für die Rechte von queeren Menschen in Europa eben stark macht, veröffentlicht jedes Jahr die ILGA Europe Rainbow Map. Einfach erklärt, je grüner, desto besser, desto mehr Rechte und desto gleichgestellter sind queere Menschen in Europa. Über die Jahre hinweg verschlechterten sich die Werte vor allem in den östlicher gelegenen Ländern immer mehr. Auch 2021 gab es beispielsweise in Ungarn keine Verbesserung. 2021 stellte ILGA Europe zum Beispiel auch fest, dass es kaum irgendwelche positiven Veränderungen überhaupt gab. Da die Rainbow Map Mitte Mai 2021 veröffentlicht wurde, kann man außerdem davon ausgehen, dass Ungarn im kommenden Jahr durch die neuen Gesetze noch schlechter dastehen wird. Im Übrigen nimmt sich Ungarn auch ein Vorbild in der LGBTQ-Politik an Russland und Polen. In Polen, wo der aktuelle Präsident Duda ebenfalls während der letzten Wahl vor allem einen Anti-LGBTQ-Wahlkampf führte, auch darüber habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht, was ihr hier oben im i natürlich verlinkt findet. Beim ILGA Europe Ranking, also welches Land am besten und schlechtesten dasteht, belegt Polen innerhalb der EU in diesem Ranking den letzten Platz. So, und an dieser Stelle der Hinweis, das hier ist ein Meinungsteil mit Fakten und natürlich auch Sachlichkeit allerdings sozusagen angereichert. So, und wie oft muss ich unter Posts wie diesen hier von dem Formel-1-Team von Aston Martin Kommentare oder Beispielkommentare wie zum Beispiel so einen hier lesen? Ach, die haben doch schon all ihre Rechte, denen geht es doch gut, hört auf, deren Propaganda weiter zu unterstützen. Okay, die haben alle Rechte, denen geht es gut. Dann schauen wir doch mal in ein paar Ausschnitte und in ein paar Zitate rein des aktuellen Berichts von ILGA Europe 2021. In Europa und Zentralasien sieht man einen starken Anstieg von Misshandlungen und Hassrede gegen LGBTI-Menschen. Viele von ihnen wurden durch die Pandemie aufgrund ihrer Sexualität obdachlos. Oder auch, es gibt einen stark ansteigenden Trend dahingehend, dass Politiker LGBTI-Menschen verbal attackieren, beispielsweise in Albanien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Estland, Finnland, Ungarn, Italien, dem Kosovo, Lettland, Moldawien, Nordmazedonien, Polen, Russland, Slowakei und in der Türkei. Oder auch, zudem machten zahlreiche religiöse Führungspersönlichkeiten in Belarus, der Ukraine oder in der Türkei LGBTI-Menschen für Covid-19 verantwortlich. Und eine 2021 veröffentlichte repräsentative Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt Folgendes. Im Vergleich leiden queere Menschen häufiger an Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Herzleiden. Ein Grund dafür? Diskriminierungserfahrungen. Hier gut zu sehen am grünen Balken, der deutlich höher ausfällt als bei heterosexuellen Menschen. Besonders Transmenschen leiden unter psychischen Erkrankungen häufig. 39% der Transgender-Personen berichten von Angststörungen. Sogar im Vergleich zu allen befragten queeren Menschen ein großer Unterschied, wie man hier sehen kann. Weitere Graphen findet ihr natürlich unten auch in der Infobox. Mir ging es nur darum, jetzt mal anhand von ein paar Beispielen zu zeigen, dass die Situation nach wie vor schlecht ist und dass nach wie vor queere Menschen größer leiden. Aufgrund von Diskriminierungserfahrungen und aufgrund der Tatsache, dass sie einfach sind, wer sie sind. Auch aus meiner ganz persönlichen Sicht, für mich wurde es auch besser. In Deutschland gefühlt wird es auch besser. Aber es wird nicht besser für jeden und es wird auch nicht besser für jeden zur gleichen Zeit. Queere Rechte sind Menschenrechte. Das, finde ich, sollte man sich zu Herzen nehmen. Und dass die Suizidrate bei queeren Menschen nach wie vor deutlich höher ist als bei heterosexuellen Menschen aufgrund eben dieser Diskriminierungserfahrungen, ist leider immer noch traurige Wahrheit. Und übrigens, falls ihr selbst Suizidgedanken haben solltet, dann wendet euch beispielsweise an die Telefonseelsorge. Die Nummern habe ich jetzt auch nochmal hier eingeblendet. Ein solcher Anruf ist übrigens auch anonym und taucht auch nicht im Einzelverbindungsnachweis auf. Und dass solche Verbote wie in Ungarn nichts bringen, weil sie eben nur zur Vertuschung, weil sie eben nur zum Wegducken führen von queeren Menschen, weil sie sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen, was am Ende zu psychischen Störungen führen kann, durch eben solche Diskriminierung. Um euch das nochmal zu verdeutlichen, hier noch ein Beispiel, ein trauriges Beispiel aus Ungarn. Zitat aus der Deutschen Welle.
Vor kurzem berichtete die ungarische Boulevardzeitung Blick über den Selbstmord eines 13-jährigen Jungen in einem ostungarischen Dorf, der sich offenbar wegen seiner Homosexualität das Leben genommen hatte. Er wurde nicht mit seinem Anderssein fertig. Er mochte Jungen, sagte der verzweifelte Vater der Zeitung. An mir nagt der furchtbare Schmerz, dass ich wegen meiner vielen Arbeit nicht genug auf seine seelische Befindlichkeit geachtet habe. Also seid respektvoll und ich glaube, was immer hilft, ist, dass man sich selbst mal, auch in, nicht nur bei dem Thema, aber auch generell, einfach mal in die Gedankenwelt eines anderen Menschen hineinversetzt. Was können Wörter, was können Taten machen mit einem anderen Menschen? Was würden sie mit euch machen? Also bleibt respektvoll. Und verdammt nochmal, selbst wenn ihr nicht queer seid, zeigt eure Solidarität. Schwenkt vielleicht auch am 23.06.2021 die Deutschlandflagge und vielleicht die queere Flagge, die Regenbogenflagge und zeigt Solidarität und zeigt, dass ihr mit queeren Menschen Hand in Hand steht.